Aloha, meine Lieben. Ja, endlich bin ich noch mal da. Ich hatte zwischendurch ein Video gedreht, da ist mir aber zwischendurch das Handy abgekackt. Speicherplatz war voll und dann habe ich es auch nicht mehr hochgeladen, weil letzte Woche hatte ich Urlaub, und da haben wir viel im neuen Haus gemacht. Ist soweit fertig gestrichen, sind viele Lampen schon angebracht und ja, ich denke, die Sachen, die ich geshoppt habe, ihr könnt auch in anderen Halls sehen. Wie ihr hört, ich bin leicht lädiert. Ich habe voll die Grippe. Es ist wohl ein Virus. Also, Augen tun weh, Kopf ist dicht, Nase ist zu, Ohren tun weh. Ich komme gerade vom Arzt. Ich bin 3 Tage mal out of order. Ich musste aber in die Apotheke und dann bin ich auch ganz schnell zur Action rein. Und ja. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Wie gesagt, sorry, meine Stimme, vielleicht muss ich auch zwischendurch mal niesen. Verzeiht's mir. So, Paperpack, 1 Kilo habe ich mitgenommen. Ja, Preis, Moment. Also ich bin heute ein bisschen lahm, Arschadler. Da ist der Kassenzettel. Ich gucke gerade. Weihnachts. Ich glaube, 1,99 war das. Mix, Match, Glitzer, Washi-Tape, Stanz, Weihnachtskarte. Ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Da geht gerade die Katze her. Ich meine 1,99. Verschiedene Strukturen. Da könnt ihr gar nicht richtig sehen. Ne? Ich mache mal auf. Ich habe hier auch nicht mehr viel zu basteln. Mein Bastelzimmer ist fast fertig eingerichtet. Also die Sachen sind schon da fertig eingerichtet. Noch nicht. Zwar erstmal alles in die Regale rein, aber das ist noch nicht, wie es dann endgültig steht. Nur, dass das schon mal da ist, ist ja auch das Wichtigste. Ne? Ich weiß nicht, seht ihr so ein bisschen? Ja, das ist so, hat so eine kleine Struktur. Das hier auch. Sind aber schöne Farben und. Ja, kann man für alles und für auch verschiedene Muster drin. Ich fand die Farben am besten. Eigentlich wollte ich ja die neuen Planer holen, aber die gab es bei uns noch nicht. Und ich muss mir aber jetzt erstmal kurieren. Ich lege mich gleich hin in die Waagerechte und werde mich richtig auskurieren. Fancy Paper, 1 Kilo, ich meine 1,99. So, dann habe ich geholt diese. Ja, Pailletten, Streudeko, Christmas Decorations, Weihnachtsdekoration steht da. Da sind einmal diese silbernen Pailletten drin. Dann so große, goldene, noch glitzernde Greise. Dann silberne und goldene. So, jetzt war schon wieder der Speicher voll. Jetzt habe ich mal schnell noch was gelöscht. So, ja, silberne, goldene Kreise. Da war ich. Dann hier so silberne Schneeflocken. Und nochmal so silberne irisierende Kreise. Und die goldenen Pailletten. Kostet. Ja. Weihnachtskette, Spitze, Weihnachtsmitschmecks, Motiv, Washi-Stanz. Geschenk, Weihnachtskarte, Geschenkschachtel, Weihnachtsglitzer. 62 Cent. 62 Cent. So, dann habe ich mir diese Christmas-Karte geholt mit dem Holzteil. Ich denke mal, dass ich dieses Holzteil für was anderes nehme und nicht für die Karte. Also ich die Karte verschicke. Ich mach mal auf. Oh Leute, ey. Hübscher Briefumschlag. Ja, und dann ist hier zwar festgeklebt, aber das kriegt man ja irgendwie. Ne? And a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Aber dieses Holzteil, die hatten noch mehrere davon. Der Engel war auch ganz schön, aber wie gesagt, ich konnte nicht viel gucken heute, weil nee, mir geht es echt nicht so gut. Ich muss mich erst kurieren, weil am Montag geht es ja auch nach Paris eine Woche. Und vielleicht finde ich da ja auch einen Action. Ach so, die Karte, was hat die gekostet? Keine Ahnung, 72 Cent, 82 Cent. Ich gucke mal gerade. Oh, aber das dauert alles so lang. Habt ihr dazu mal Bock? 62 Cent. So, dann habe ich diese Weihnachtskarte. Fand ich so cool mit diesem Clip. Ich denke mal, die hat auch 72 Cent gekostet. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Seht es mir nach.
Umschlag und dann hier mit diesem Clip und dann kann man das ja so für was anderes nehmen. Ne? Witzig. Und ja. Und dann hier Merry Christmas. Ho, 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 Merry Christmas and a Happy New Year. Aber das Witzige daran ist halt dieses Klemmbrett. Weihnachtskarten. Ne, 68 Cent hat die gekostet. Ich sehe es gerade. Packe ich gleich wieder ein. Es wird euch zu lang. So, dann habe ich Washi-Tape. Die haben Neues. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Neues. Ich glaube nicht, dass ich die schon habe. Hier ganz nett. Ich lasse die aber jetzt zugepackt, weil ich musste die alles noch ins neue Haus schaffen. Hier steht drauf Smile. Nur Smile. Dann ist rosa mit Schleifchen. Und ich glaube irgendwie so ein Blumenmuster oder wie so ein, nee, wie heißt es? Ich komme nicht drauf. Watercoloring. So. Entschuldigung. So, und dann hier Diamanten. Und hier auch so ein bisschen wie Watercolor und gelb mit kleinen Dreiecken. So, und dann, das wollte ich ja für den Planer. Hier sind Banner. Hier sind einfach nur Kreise. Da kann man ja schön eine To-Do-Liste draus machen. Und hier stehen die Tage dran. Obwohl, wenn ich jetzt so recht überlege, ich glaube, das hatte ich schon. Aber kann man ja nie genug nehmen, ne? Ich und Planer. Oh, geilomat. So. Dann, nee, mache ich weiter. Ich habe sie bekommen. Stanzen, ihr Lieben. Ja. 8 Stück habe ich, 8 verschiedene. Ich weiß nicht, ob es 8 verschiedene gibt. Ich hoffe mal. So. 2,84 das Stück. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stanzen drin. Und so sieht es ausgestanzt aus. Fand ich total cool. Vor allem alle, die sich jetzt die neue Stanzmaschine gekauft haben im Action, ist doch klasse. Ich habe meine Big Shot und dafür ist das hervorragend auch geeignet. So, das sind so wie Bilderrahmen. Hinten drauf kann man diesmal sehen, wie es ausgestanzt aussieht. Ne? Ganz witzig. So, dann dieses hier. Wie gesagt, 2,84 das Stück. Und ich hoffe, ich kriege die Planer noch. Ich bin ja nächste Woche nicht da. Das macht mich ganz wuschig. Das finde ich auch cool mit den, ne, Wimpeln. Banner. Wimpel? Banner. Keine Ahnung. Ich muss echt ins Bett. So, so sieht es ausgestanzt aus. Dann hier so wie ein Briefmarken. Ein Briefmarken-Style. Briefmarken-Style. So, und ne, das sind die Fähnchen, ne? Auch total cool. Kann man sich auch schön selbst was machen. Banner zum Geburtstag. Echt toll. Moment, ich muss mir gerade mal die Nase putzen. Schmand, Schmotter und Schmauch und Schmu. Oje. So, hier auch nochmal Text und ja, Banner. Ja, nennen wir es mal so. So. Ja, cool. Das waren die neuen Stanzen. Bin ich auch echt froh, dass ich die bekommen habe. So, dann machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Ich glaube nicht. Wie gesagt, bei meinem letzten Video hatte ich auch ein paar Blöcke, auch so kleine, aber ich hatte ja einen Speicherplatz voll und ich habe es dann einfach auch nicht weiter verfolgt. Und der gefiel mir aber so gut. Kann man ja schön was raus machen. Immer 5 Sheets. 5 Blätter. Ne, schöne Muster. Das ist ja auch für ein Traveler Notebook. Ja, im Moment liegt mein Planerleben so ein bisschen karg, brach eher. Wegen Umzug und so. Ne? Stress, Hektik, Fußpilz. Ich muss auch nochmal zu Ikea und eine Lampe kaufen. Die hatte ich, war vor 2 Wochen sonntags da. Ja, Himmelgebimmel. Was war da los? Das war ja überhaupt nicht gut. Das war so voll. Ich fahre in die Niederlande zu Ikea. Die haben jeden Sonntag auf. Aber das war so mega voll. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Und da habe ich echt die Lampe vergessen, die in den Flur soll.
Und da müsste ich noch mal hin. Aber im Moment, nee, fühle ich mich auch nicht nach. Mal kurz in Action ist okay, aber jetzt irgendwie so. Oh, Lamas, ist es geil. Hm, cool. Und die sind so ein bisschen, seht ihr das? Wie so Epoxy, so. Sieht cool aus. Die hatten noch mehrere Blöcke davon. Ich glaube, einen habe ich noch mitgenommen. Nee, habe ich nicht mitgenommen. Weil wenn ich das zerschneide, um irgendwo drauf zu kleben oder auch knicken, die finde ich nicht so gut. Aber Lama musste halt mit, ne? Da habe ich lieber doch, wo nicht ganz so viel foliert ist. Außerdem habe ich ja Blöcke genug. Ich schaue mal, ob ich schon ein Foto gemacht habe von meinem Bastelzimmer. Das kommt noch, stelle ich euch mit ein, wenn ich es denn gemacht habe. Sonst kommt auf jeden Fall noch ein Video von meinem neuen Bastelzimmer, wie es jetzt aussieht und dann, wie es endgültig aussieht, wenn wir dann mal drin sind. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Oh Mann. Oh, ich muss noch ein bisschen jammern. Oh, mir geht's so scheiße. Oh, das ist echt, ich habe einen Druck im Kopf und ich muss echt jetzt in die Waagerechte. Vielleicht gehe ich auch gleich mal in die Wanne. So, Block, Costa Quanta, Motivkarton mit Glitzer, 1,39. Achso, Washi-Tape war es, Stück 79 Cent. So, dann gibt es neue von diesen hier. So viel Umschläge und Täschchen braucht kein Mensch, aber die werde ich wahrscheinlich auch zweckentfremden. Aber die Motive sind echt toll. Ja, und man kann sich das ja auch in den Planer kleben. Oder wenn man halt irgendwie mal eine Kleinigkeit übergibt, ist das auch echt nett. Immer zwei Motive. Guck mal, ist hübsch, ne? For you. Eins, zwei. Ach so, da sind das ein bisschen mit Silber. Und das hier ist ohne. Ohne gefällt es mir sogar noch besser. Sehr schön. Oh. So. Übrigens, ich hoffe, dass die Gewinne alle angekommen sind. Ein Gewinner fehlt immer noch, aber da habe ich echt im Moment jetzt keine Zeit, noch mal nachzuforschen. Ich sag mal, ich habe es ja aufgerufen und wer mitgemacht hat, weiß ja auch. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Verzeiht mir, nicht böse, aber ich habe im Moment keinen Kopf dafür. Hat ja ein Video dazu gedreht. Vielen Dank nochmal und freut mich, dass der auch gefallen hat. So, das sind so Stanzteile, die sind auch dabei. Sehr schön. Und einmal sind ja die Stempel auf die Reise gegangen. Da habe ich noch gar keine Rückmeldung, ob es angekommen ist. Auf jeden Fall ist es rausgegangen. Und ja, mal kurz angekommen wäre okay oder vielleicht auch ein Video dazu. Ja, und der dritte Gewinner hat sich einfach noch nicht gemeldet. Aber wie gesagt, ist auch alles eingepackt. Im Moment geht eh hier gar nichts. Bei 250 Abonnenten mache ich nochmal eine Verlosung. Und ich hoffe, wenn hier Ruhe eingekehrt ist, dass ich auch wieder zu regelmäßigen Videos komme. Hm? So. Dann echt schöne Muster. Ne, und hier wieder diese ausgestanzten, vorgefertigten Sachen. Die haben alle 99 Cent gekostet. Und das hier ist schön. Finde ich auf jeden Fall. Ne? Also hier ist mit Silber foliert. Da ist ohne. Finde ich sogar ohne echt noch besser. Und Pünktchen. Und hier Pünktchen nur weiß. Die anderen waren ein bisschen Silber. Schmetterlinge. Papillon. Ja, habt ihr vielleicht einen Tipp für mich, wo ich in Paris auf jeden Fall hin muss? Also jetzt planertechnisch und so schreibwarentechnisch. Weil ansonsten, ich war schon 6 oder 7 Mal in Paris. Das letzte Mal allerdings vor über 20 Jahren. Aber da habe ich noch nicht bin ich noch nicht diesem Hobby nachgegangen. Aber vielleicht hat ja einer den ultimativen Tipp mit Adresse und am besten Metrostation. Wenn ich mir die französischen Halls angucke, die gehen immer in irgendwie, wie hieß denn? Irgendwas mit NO, noch was. In irgendeinen Laden, da muss ich auch mal googeln.
Mal werde ich machen, wenn es mir ein bisschen besser geht. Ich habe ja noch. Montag geht es ja erst los. Wir fahren mit dem Thalys. War auch gar nicht so teuer. Und wir wohnen in einer Jugendherberge. Ich werde berichten, wie es ist. Vor 2 Jahren waren wir eine Woche in London. Haben wir auch in einer Jugendherberge gewohnt. Das war echt super und preiswert und auch echt zentral. Kann ich nur empfehlen. Wir sind 5 Mädels und fahren halt alle 2 Jahre immer mal irgendwo hin. Wollten eigentlich in die Türkei. Mal Strand, nicht immer Stadt. Und aber Türkei, als wir jetzt uns entschlossen haben zu buchen, das ist ja schon fast ein Jahr her, war Türkei halt ziemlich heikel und ich weiß nicht, ob man das auch unbedingt unterstützen muss. Naja, so geht's halt nach Paris. Ne? Einen Tag fahren wir nach Versailles, schön Schloss gucken. Die anderen Mädels gehen einen Tag oder einen halben Tag, wollen sie noch in Louvre. Da war ich schon zu Genüge drin. Da werde ich mich ausklicken. Oh, Flamingos. Ja, schauen wir mal. Ja, ich laber wieder, ne? Laber. Aber wenn so gar nichts ist, finde ich das auch irgendwie blöd. Ne? So, selbst bei den Französischen holst, wo ich ja kein Wort verstehe. Ich habe 2 Jahre Französisch gehabt. Ich kann nichts mehr. So gut wie nichts mehr. das ist einfach nur gucken. Oh, der Bär. Ja, niedlich. So. Ja, total schön. 2 habe ich noch. Und ja, mit den Planern. Wäre schön, wenn einer von euch hier die Planer bekommt, da ein Video drüber zu machen. Ich habe sie nur bei Facebook gepostet gesehen, also nur ein Foto. Ich bin ja heiß wie Frittenfett auf die Planer, ne? Da freue ich mich. Ist ja nicht so, dass ich genug Filofaxe, Kiki Case und Webster Pages und sowas habe und Leuchtturm und aber, tja, das erfreut. Das Mutterherz ist halt mein Hobby, ne? Wie manche halt, keine Ahnung, was sammeln. Kleine Autoschen oder ne, so jetzt männertechnisch gesehen. Ich habe ja auch, ich arbeite ja in der Männerdomäne und ich habe viele Kollegen, die dann, ob es Eisenbahn oder so ne, ist, sammeln oder, keine Ahnung, was ist, oder sich hier Trophäen, hier so Schreins vom Fußballverein, ist genauso dämlich. In meiner Sicht, ne, wie wahrscheinlich hier dieses Blöcke und Washi-Quatsch für die ist. Jetzt laber ich wieder. Bitte verzeiht mich. Ich der Kopf ist dicht, ne? Macht der Kopf dicht, um es in Niederländisch zu sagen. Ich muss mir doch mal Nase putzen, entschuldigt. So, auch sehr schön, ne? Echt klasse. Und das sind die Ausstandsteile. Auch total toll. Wie gesagt, für 99 Cent. Ah, ist noch. Sind das. Oh. Sind nicht die gleichen, oder? Doch. Sehr schön. So. Ja, das war es fast gewesen. Dann habe ich noch gesehen, oh, Geschenkpapier, die Glitzer. Kann man immer schön gebrauchen. Ich glaube 1,26. Da ist drauf 70 x 1,50 Meter Geschenkpapierglitzer. In Gold, in Silber, in Schwarzglitzer und was ist Kupfer oder Roségold. Ich denke, für den Preis kann man da echt nichts zu sagen. Ich mache mal ein Eckchen auf, um mal von der Dicke her was zu sagen. Oh, ist okay. Ist echt, also nicht total dünn. Gibt ja so Geschenkpapier. Die guckst du, wie mit den gelben Säcken. Die guckst du nur an, schon sind die gerissen. Nee, das aber ist in Ordnung. Nicht ganz dick, aber ist ein bisschen haltbar. Mal gucken. Ne? Zum Ausstanzen, zum Kartenbasteln für einen Planer, whatever.
zum Geschenke einpacken, wo es eigentlich für war. So, nee, sehr schön. Leute, schlagt zu, wenn ihr das seht. Das ist echt geilomat und auch günstig. So, das war Action. Ich war diese Woche, ich habe ja gestern auch noch gearbeitet, also bis gestern, war ich in der Mittagspause im Kick und habe mir Washi-Tape geholt. Eigentlich habe ich mir eine Felltasche geholt. Zeige ich euch mal kurz. Die fand ich total süß. So, Felltasche. So, kommt nicht ganz drauf, aber für 9,99 Euro. Passt zu mir, zu meinen roten Haaren. Ich habe auch viel in Braun und in Grün. So, also eigentlich ging es um die Felltasche. Und bei uns im Kick, die haben meistens nie diese ganzen tollen Sachen, die ihr da immer bekommt. Und diesmal hatten die echt Washi-Tape. Und 1,79 hier mit Meerjungfrau. Könnt ihr das sehen? Ja, so könnt ihr das sehen. Ne? Meerjungfrau. Hier sind so Muscheln drauf und bei dem anderen kleinen sind Fische. Guck mal, kann da. Ja, ich glaube, so geht's, ne? Total süß. In Silber und in Gold. Hier halt Einhorn, Pegasus, Sterne und Regenbogen mit Wolken. Also Regenbogen, Gold. Also nicht farbig. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Auch 1,59. Und dann für 1,49. Diese schönen goldenen Sterne, goldenes Glitzertape und hier nochmal bunte Sterne. Ja, so meine Lieben. Achso, und dann noch für meinen Sohn, das war beim Tee, nee, das war auch im Kick. Eine 18, da mein Sohn am Freitag, der kommt am Freitag aus Italien wieder und wird auch am Freitag 18. Und ja, da werde ich ihn dekorieren. Ein paar Luftballons noch dazu. Und da wird er sich hoffentlich freuen. So, meine Lieben, ich verabschiede mich. Ich hoffe, ich bin bald wieder fit und komme auch mehr zum Videodrehen. Ich danke euch für die Treue. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo oder beides. Wäre natürlich super. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.